herzlich willkommen zur ersten Sendung vom Leben Pflege Digital, dem Berliner Kompetenzzentrum rund um das Thema Pflege 4.0. Wir nehmen Sie heute mit auf eine spannende Reise, wo es um moderne Pflegetechnologien geht. Wir stellen Ihnen die Arbeit unseres Kompetenzzentrums vor und berichten darüber, wie Sie von dieser Arbeit profitieren können, wie Sie auf uns zukommen können. Wir haben ein spannendes Interview mit Frau Camilla Wieg, die uns darüber berichten wird, wie sie heute schon moderne Pflegetechnik dafür nutzt und einsetzt, dass sie trotz körperlicher Beeinträchtigungen eigenverantwortlich und autonom im häuslichen Umfeld verbleiben kann. Und wir stellen Ihnen noch eine Reihe von spannender und nützlicher Produkte aus der Welt der Pflege 4.0 vor. So, jetzt werden sich einige von Ihnen vielleicht fragen, Technik und Pflege, was soll das denn, Jens? Pflege soll doch etwas sein zwischen Menschen, von Menschen, für Menschen. Und ja, Sie haben recht. Und trotzdem gibt es ja so etwas, und das ist ja nichts, was Statistiker erfunden haben, was sich demografischer Wandel nennt. Sie sehen es allenthalben, jeden Tag auf den Straßen, immer mehr grauhaarige Menschen treffen auf immer weniger jüngere Menschen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf sämtliche gesellschaftliche Bereiche und mithin in ganz besonderem Maße natürlich auch auf den Bereich der Pflege. Denn wie wollen wir diese organisieren, wenn immer mehr pflegeempfangende Menschen auf immer weniger junge Menschen treffen, die fähig sind zu pflegen oder die Kapazitäten haben zu pflegen? Technik, Pflege 4.0, ist hier ganz bestimmt kein Allheilmittel. Aber es bietet immerhin die Chance, dass wir länger in der Häuslichkeit verbleiben können, wenn wir diese Technologien für uns nutzbar machen und vielleicht auf die eine oder andere Pflegeaktivität durch Dritte verzichten können an dieser Stelle. Das ist der Punkt, an dem ich Ihnen gerne Frau Camilla Wieg vorstellen würde. Mein Kollege Herr Plaschke hat ein Interview mit ihr geführt. Frau Wieg hat erhebliche körperliche Beeinträchtigung und kann trotzdem, aufgrund des Einsatzes von moderner Pflegetechnik, autonom und selbstbestimmt in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben. Ich würde mich freuen, dass wir diesen Einspieler jetzt einmal zeigen. Liebe Frau Wieg, haben Sie herzlichen Dank, dass wir Sie heute interviewen dürfen. Wollen Sie sich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht einmal selbst vorstellen? Mein Name ist Camilla Wieg, ich bin 51 Jahre alt, habe eine spinale Muskelatrophie und arbeite als Verwaltungskraft in einem großen sozialen Netzwerk. Wie dürfen wir uns denn Ihr Zuhause vorstellen? Wie digital ist Ihre Wohnung? Schon sehr digital. Ich habe also angefangen von der Haustür-Wohnungstür-Kamera sozusagen. Ich nutze sämtliche Lichter, Rollos, Kaffeemaschine, Körpertrockner, den Fernseher. Also es gibt viele Geräte, die ich dann im Haushalt smart gemacht habe oder smart gekauft habe. Mein Leben ist leichter geworden. Ich bin unabhängiger. Ich kann meine Hörbücher starten jetzt einfach, brauche keine körperliche Kraft mehr. Ich kann die Wohnung verlassen. Ich kann Lichter anmachen, wenn es dunkel wird. Ich habe also ein großes Stück Freiheit und ja, Selbstständigkeit und Leichtigkeit dadurch gewonnen. Bevor Sie sich für den Einsatz von Technik entschieden haben, welche Punkte haben da für Ihre Entscheidungen eine Rolle gespielt? Vor- und Nachteile gibt es natürlich bei jeder Einschaffung, bei jedem System. Aber ich denke, wenn man individuell einfach guckt, was möchte ich, was bekomme ich, welchen Nutzen bringt es, welchen eventuellen Schaden könnte ich davon haben oder andere Menschen, dann muss man einfach gucken, dass man dafür sich die goldene Mitte findet. Und ich denke, 4.0 ist aus dem Leben jetzt nicht mehr wegzudenken. Liebe Frau Wieg, sehen Sie denn auch Nachteile oder Herausforderungen bei der Benutzung von AL? Problematisch wird es dann, wenn der Strom ausfällt, denn dann funktioniert natürlich nichts mehr. Das heißt, also man sollte immer so eine kleine Möglichkeit im Hintergrund haben, wie man sich sicher jemandem mitteilen kann, wenn man zum Beispiel alleine ist oder Ähnliches. Ansonsten sehe ich da für mich keine Nachteile. Welche Chancen sehen Sie denn allgemein für pflegeempfangende Menschen, für Angehörige, für Bezugspersonen durch Pflege 4.0? Die Vorteile liegen darin, dass man einfach selbstständiger ist. Man kann also wirklich in dem Moment, wo es dunkel wird, das Licht anmachen. Und man ist einfach personell ein bisschen unabhängiger. Es wird niemals den echten Menschen ersetzen, zum Glück. Aber
für Kleinigkeiten ist man doch wirklich sehr viel unabhängiger. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich da wünschen? Wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr smarte Geräte. Je mehr Technik smart ist und umso mehr Geräte um einen herum selbstverständlich mit Sprache zu bedienen sind, umso größer die Freiheit. Jeder Mensch, der selbstbestimmt seinen Alltag regeln kann, der selbstbestimmt Dinge für sich erledigen kann, die er gerne möchte. Jetzt hätte ich es gerne warm, jetzt hätte ich gerne Licht. Haben immer was von einem Wohlfühlfaktor und ja, von einem würdevollen Leben. Ja, das heißt, selbst wenn ich im Bett liegen würde, könnte mich vielleicht gar nicht bewegen, wäre ich doch in der Lage, mein Umfeld zu steuern. Und das ist schön. Jetzt gibt es ja vielleicht Menschen, die würden eventuell von Pflege 4.0 profitieren, sagen aber, moderne Technik, Digitalisierung, da kenne ich mich nicht so aus, das traue ich mich irgendwie nicht. Was würden Sie denen gerne mit auf den Weg geben? Ich würde einfach dazu raten, mutig zu sein, zu probieren, einfach sich das mal anzugucken, im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht, sich einfach mal eine App runterladen und gucken, was da möglich ist und keine Scheu vor der Technik zu haben. Es gibt heutzutage also die tollsten Sachen und sie sind sehr, sehr leicht zu bedienen und man kann nichts falsch machen. Meine Gesamtbotschaft ist also auf in die Zukunft. Es ist jetzt schon großartig, was machbar ist und wie viele Sicherheitsfeatures es zum Beispiel auch gibt. Und ja, spannend zu beobachten, was da die nächsten 10 Jahre noch kommt. Ich denke, die Entwicklung wird rasant sein. Dann ganz herzlichen Dank für das spannende Interview. Vielen Dank Ihnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, das war ein sehr spannender Einblick, den uns Frau Wieck gewährt hat in ihr persönliches Leben, in ihr persönliches Wohnumfeld. Ich denke, das macht neugierig, mehr über Produkte aus dem Bereich der Pflege 4.0 zu erfahren. Aber bevor wir dahin gehen, möchte ich Ihnen noch kurz etwas über unser Kompetenzzentrum erzählen und Ihnen im Grunde auch darlegen, warum Sie uns vertrauen können. Wir werden finanziert von der Senatsverwaltung von Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, das von der Senatorin Frau Gothe geleitet wurde. Und das heißt, wir arbeiten neutral und haben keine finanziellen Interesse an der Weitergabe dieser Informationen, die wir unter anderem Ihnen heute mitteilen. Wir haben auch eine interessante Geschichte. Wir existieren seit dem Jahr 2020 und wir wurden damals noch unter der Ägide von Frau Senatorin Kalaitschi ins Leben gerufen. Und im Vorfeld sind wir entstanden aus der Initiative Pflege 4.0 Made in Berlin. Diese Initiative wurde von Frau Senatorin Kalaitschi mit den Kolleginnen aus der Senatsverwaltung ins Leben gerufen. Da waren verschiedene Akteure daran beteiligt. Da waren pflegeempfangende Menschen, pflegende Angehörige, Vertreter der Selbsthilfe, es waren Organisationen aus dem Bereich der ambulanten und stationären Pflege dabei und Vertreterinnen der Kasse. Und diese Menschen haben über mehrere Termine hinweg überlegt, wie können wir das Thema Digitalisierung in der Pflege in Berlin für die Berlinerinnen fördern und entwickeln. Und herausgekommen sind 2 Projektideen, die dann tatsächlich von der Senatsverwaltung auch in Vorhaben umgesetzt wurden. Die eine Projektidee ist die Zusatzqualifizierung Pflege 4.0, die von der COS GmbH umgesetzt wird. Da geht es darum, Akteure aus dem Bereich der beruflichen Pflege zu befähigen, in ihren eigenen beruflichen Umfeldern Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Und das zweite Vorhaben ist unser Kompetenzzentrum. Das zweite Vorhaben ist Leben, Pflege, Digital. Und dieses Kompetenzzentrum hat ein breites Spektrum an Aufgaben und wendet sich im Grunde an alle Berlinerinnen und Berliner, von den pflegeempfangenden Menschen über deren Angehörigen bis zu den beruflich Pflegenden. Wir haben große Aufgaben. Wir sollen Wissen zusammenstellen, wir sollen Informationen vermitteln und wir sollen Technik erleben, ermöglichen. Und das wird geleistet von 2 Organisationen im Hintergrund. Das eine ist die gemeinnützige Albatros GmbH, die für das Thema Wissenstransfer und Informationsvermittlung zuständig ist. Und das andere, rekrutiert sich aus unseren Kollegen von der Technischen Universität Berlin, genauer genommen vom DAI-Labor Berlin. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich, Ihnen Herrn Dr. Andreas Rieger vorstellen zu dürfen. Das ist mein Pendant am DAI-Labor, zuständig für das Themenfeld Technikerleben. Andreas, bitte. Ja, vielen Dank, Jens. Ja, ich bin vom Background her Informatiker, habe also vom Prinzip her gar nicht so viel
mit Pflege zu tun. Allerdings beschäftige ich mich schon seit ich denken kann, mit Technik. Ich habe immer schon Faible dafür gehabt, für die neuesten Technologien. Und wir haben es jetzt auch schon im Einspieler gesehen und auch gehört, man kann Technik ja immer anwenden für verschiedene Bereiche und können Nutzen bringen. Und genau da setzen wir und ich mit meiner Expertise und meinem Team an der TU Berlin eben an, dass wir uns die Technik, die es eben für Pflege 4.0 gibt, angucken, die analysieren, vielleicht auch bewerten, gucken, was ist denn gut einsetzbar, was ist nicht so gut einsetzbar und da dann auch entsprechend die Produkte vorstellen und zeigen und ihnen zur Verfügung stellen auf unterschiedlichste Weisen. Also wir haben eine Musterwohnung in digitaler und analoger Form. Wir zeigen die Produkte auch gerne bei Ihnen zu Hause zum Beispiel oder wir laden Sie ein, zu uns zu kommen. Also wir bauen da verschiedenste Möglichkeiten auf, wie man so Pflege 4.0 Produkte jemandem näher bringen kann. So. Und ja, als Informatiker kenne ich mich natürlich gut aus damit. Wir gucken uns das Thema Datenschutz an, also sind die Produkte sicher, sprich telefonieren sie nicht nach Hause. Das Thema Sicherheit, das Thema Nutzbarkeit, was hilft mir die beste Technik, wenn sie nicht nutzbar ist. Also wir gucken auch, ist sie anwenderfreundlich, kann ich sie einfach bedienen, weil gerade wenn ich vielleicht auch schon erste Einschränkungen habe, sollte das Produkt als solches nicht kompliziert sein und mein Leben verkomplizieren. Und genau aus diesen unterschiedlichen Kriterien gucken wir dann, was denn am besten geeignet ist. Großartig, das war ein toller Abriss über eure Arbeit. Ja? Und jetzt denke ich, jetzt kommt noch mein Kollege Simon Plaschke, den ich auch vorstellen möchte. Mein Kollege Simon, erzähl ein paar Takte über dich. Jens, ja, sehr gerne. Also mein Name ist Simon Plaschke und ich bin Referent im Kompetenzzentrum Pflege 4.0 und bin meines Zeichens Gerontologe, also Alterswissenschaftler. Und aus der Perspektive kann ich schon mal sagen, dass auch ein höheres Lebensalter und digitale, moderne Technik hervorragend zusammenpassen. Denn vernetzt intelligente Produkte können ja einfach dazu genutzt werden, das eigene Leben angenehmer und leichter zu machen. Und auch wenn man dann Einschränkungen hat oder vielleicht sogar pflegebedürftig ist, kann Pflege 4.0 also einfach dazu eingesetzt werden, die Lebensqualität zu verbessern, die Versorgungsqualität zu verbessern. Und auch persönlich ist das Thema mir ein Anliegen, liegt mir am Herzen. Und deswegen freue ich mich, dass ich von Anfang an dabei sein darf und das Kompetenzzentrum mit unterstützend aufbauen darf. Großartig. Wir haben noch eine Kollegin mitgebracht, die du interviewt hast. Ja. Ich denke, Mats ab für die liebe Manuela. Liebe Ela, du kannst ja heute leider nicht persönlich dabei sein, aber richtig toll, dass wir vorab schon ein kleines Interview führen dürfen. Willst du dich den Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht einmal selbst kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Simon. Ja, es tut mir leid, dass ich heute nicht selber live mit dabei sein kann. Umso besser finde ich, dass ich hier die Möglichkeit habe. Ja, mein Name ist Ela Paschke-Duke. Ich bin von Haus aus Kinderkrankenschwester, habe ganz viele Jahre auf verschiedenen Intensivstationen in Deutschland gearbeitet, war im Anschluss Ergotherapeutin, habe in Berlin 2 Praxen aufgebaut und geleitet, ganz, ganz viel Projektmanagement gemacht, unzählige Fortbildungen im Bereich Pflege und Therapie, habe dann auch noch Agile Coach gemacht und nebenbei auch noch ein Master in Public Health absolviert und freue mich wie Bolle, dass ich jetzt mit in dem Vorhaben bin von Leben, Pflege, Digital und sozusagen ein bisschen die Brücke in die Praxis bilde. Sehr spannend. Und was begeistert dich denn speziell an dem Thema Pflege 4.0? Welche Chancen siehst du da? Ganz, ganz klar, Simon. Ich sehe große Chancen, vor allem für die Pflegebedürftigen natürlich. Wenn ich mir allein vorstelle, dass Pflegetechnik, Digitaltechnik Menschen, die pflegebedürftig sind, Autonomie verschafft, indem das Beispiel Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen durchgeführt werden. Sprich, dass die quasi selbstständig das Fenster öffnen können, dass sie selbstständig quasi oder eine Sicherheit verspüren, dass eine Herdabsicherung da ist. Das sind großartige Sachen. Aber eben auch für die Angehörigen, für auch die, die quasi Distance Caregivers sind, sprich nicht immer vor Ort sind, sich über Digitaltechnik mit in die Pflege einbringen können. Und gar keine Frage, ganz großer Vorteil bietet natürlich diese Technologie auch den Beruflichen, den Beratenden im Gesundheitswesen. Es macht den Beruf sicherer, transparenter, aber eben auch attraktiver. Von daher, ich finde, Digitalisierung ist keine Frage mehr. Die Frage ist eher, wie wollen wir es gestalten? Oh, toll, liebe Ela. Man merkt richtig, wie sehr du für das Thema brennst. Aber gibt es denn auch Aspekte, wo du sagen würdest, da muss in Zukunft noch mehr passieren?
Ich denke, das zeigt allein schon die Tatsache, dass es noch gar nicht so weit verbreitet ist, dass noch viel Punkte da sind, die quasi gemacht werden müssen. Ganz, ganz klar für mich stehen, dass die eigentlichen Akteure, die, wo es hingehen soll, sprich die Pflegebedürftigen, die Angehörigen, aber auch die beruflichen Akteure im Gesundheitswesen, dass sie noch viel mehr in die Prozesse der Umsetzung einbezogen werden müssen. Was brauchen die denn tatsächlich? Was ist möglich und wie ist auch die Finanzierung? Das sind noch ganz, ganz viele offene Stellen, die quasi bearbeitet werden müssen. Und ein ganz wichtiger, für mich natürlich auch als Frau wichtiger Aspekt, Frauen gehen anders mit Technik um. Und bei Frauen sind auch manche Symptome bei Krankheitsbildern anders. Das hat die Wissenschaft bereits mehrfach belegt. Und es geht eben jetzt auch darum, bei der Pflege 4.0 besser gesagt, diese Aspekte mit einfließen zu lassen. Hier ist also Wissenschaft, Hersteller, Umsetzer, Praktiker gefragt, da noch viel mehr nach vorne zu bringen. Deswegen Appell an alle Frauen, sie können, sie sollen und sie müssen sich an diesen Prozessen mehr beteiligen und wir müssen mehr gender und divers denken. Oh wow, richtig toll. Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick und deine Zeit. Ich danke dir, Simon, und viel Spaß noch. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, Mensch, Andreas, Simon, ich sehe, ihr habt eine Reihe von tollen technischen Produkten mitgebracht. Ich überlasse euch jetzt das Feld. Stellt es doch einfach mal unseren Zuschauern vor. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bevor wir anfangen, ein wichtiger Hinweis. Und zwar sind wir als Kompetenzzentrum absolut neutral. Das heißt, wir empfehlen keine Hersteller, wir sprechen keine Kaufempfehlung aus und selbst verfolgen wir auch keinerlei finanzielle Interessen. Bitte beachten Sie das jetzt, wenn wir Ihnen die Produkte zeigen. Genau, und mit dem Hintergrundwissen würden wir direkt ins erste Szenario einsteigen, und zwar das Thema Blutdruckmessen. Sie sehen es hier schon ein bisschen. Sie kennen das ja bestimmt. Die Ärztin sagt, den Blutdruck im Auge behalten. Das kann ja in vielen Fällen sinnvoll sein, zum Beispiel, wenn man den Therapieerfolg messen will oder wenn man neue Medikamentierung bekommt, die sich auf den Blutdruck auswirken kann. Und wie das früher gemacht wurde, wissen wir vielleicht auch, mit einer Armbanduhr und dann muss man Kopf rechnen. Also allein das irgendwie würde mich schon so stressen, dass der Ruhepuls steigt. Zum Glück funktioniert das heute viel, viel einfacher und schneller. Ich habe es hier nebenbei schon mal gemacht. So einfach ist das. Einfach die Manschette anlegen und dann hier einen Knopf drücken und der Rest passiert von ganz alleine. Also Sie hören das vielleicht, das Ding bläht sich auf und misst den Blutdruck. Also alles ganz unkompliziert. Und der eigentliche digitale Clou kommt jetzt. Ja. Und zwar werden die Daten dann automatisch an ein Endgerät meiner Wahl übertragen. In dem Fall jetzt an unser Tablet. Und hier können Sie es zum Beispiel sehen. Also alles, was jetzt gerade gemessen wurde, wird automatisch ans Smartphone oder ans Endgerät übertragen und da gespeichert. Und mit der entsprechenden App kann man das Ganze sogar noch direkt analysieren und auswerten. Und wenn ich dann das nächste Mal bei meiner Ärztin bin, kann ich ihr das zeigen. Und die hat einfach durch diese digitale Unterstützung eine viel größere Datengrundlage und kann meinen Blutdruck besser einschätzen. Mhm. Genau. Ja. Okay, spannend. Ja. Genau. Wie auch vorhin schon erwähnt, gibt es ja heute die Möglichkeit, viele Produkte zu vernetzen. Ich habe hier mal exemplarisch ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist hier ein einfacher Knopf, der kann gedrückt werden. Und in so einer vernetzten Umgebung kann ich damit selbst bestimmen, was passieren soll, wenn der Knopf gedrückt ist. Man kann sich den Farbe passt natürlich zum Beispiel als Notfallknopf vorstellen. Also wenn ich eine leicht eingeschränkte Person bin, dann kann ich mir so einen Notfallknopf oder auch mehrere davon in meiner Wohnung installieren und dann zum Beispiel hier so eine Sirene damit verbinden. Das heißt, wenn ich den Knopf drücke, geht die Sirene an. Wenn ich jetzt in einer Wohnung wohne, dann werden da vielleicht meine Nachbarn darauf aufmerksam und können mir zur Hilfe kommen. Muss nicht die Sirene sein. Wenn ich natürlich alleine in einem Haus wohne zum Beispiel, würde die vielleicht keiner hören. Ich kann natürlich den Knopf auch mit meinem Handy verbinden und dann kann Anruf an den Pflegedienst oder an nahe Angehörige ausgelöst werden. Also einfach, wenn ich in eine Situation komme, wo ich Hilfe brauche, ich drücke nur den Knopf und individuell meiner eigenen Wohnsituation entsprechend wird dann dieses entsprechende Szenario ausgelöst. So, damit ich mich einfach zu Hause sicherer fühle, gerade wenn ich alleine wohne. Viele Ältere wohnen ja alleine, das ist ja häufig ein Problem. Und da kann ich mir dann was zusammenbauen, um da sicherer zu wohnen. Und ja, mit so einem Szenario kann ich beginnen, einfach das Thema Notfall. Aber es gibt noch viel, viel weitere vernetzte Technologien für zu Hause. Ich habe hier noch zwei
weitere mitgebracht. Das ist hier zum Beispiel ein Kontaktsensor. Den kann man sich an die Tür oder ans Fenster kleben und dann bekomme ich die Information, ist denn das Fenster auf oder geschlossen. Nützlich zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse oder die Wohnung verlasse, dann bekomme ich eine Benachrichtigung, Achtung, Fenster ist noch offen, damit ist mein Haus gesichert. Oder auch häufig ja, vergisst man vielleicht auch das Lüften. Ich kann das auch so einstellen, dass wenn nach einer längerer Zeit kein Fenster und keine Tür geöffnet wurde, dass gelüftet wird. Ich kann es natürlich auch für ein Sicherheitsszenario verwenden. Also wenn ich jetzt für Tage zum Beispiel nicht die Wohnung verlasse und die Tür öffne, auch dann können nahe Verwandte oder Ähnliches benachrichtigt werden. Und Ähnliches kann auch hier so ein Bewegungsmelder, den kann ich auch an bestimmten Positionen anbringen. Kann mir zum Beispiel dann das Licht automatisch einschalten lassen, wenn ich nachts durch die Wohnung laufe. Oder auch wieder das Szenario, wenn zu lange keine Bewegung zum Beispiel im Bad ist, dann stimmt vielleicht was nicht mit mir und dann kann ich einen automatischen Notruf auflösen. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was so mit vernetzter Technik möglich ist. Es hängt immer ganz von den individuellen Bedürfnissen ab und da kann man sich so ein ganz eigenes Portfolio zusammenstellen, was mich dann zu Hause wirklich unterstützt, mein Zuhause sicherer, aber auch komfortabler, ja, oder auch energiesparender. Also gibt es verschiedene Anwendungsfälle für so vernetzte Technik macht. Da fällt mir spontan eine Frage an, Andreas. Und vielleicht frage ich jetzt den Falschen, weil du bist ja Informatiker. Aber so ein technischer Laie wie ich, ist es denn schwierig, diesem Sensor zu sagen, verknüpfe dich bitte mit meinem Telefon? Oder kann man das mit, ich sag mal, ein bisschen Aufwand selbst leisten zu Hause? Also ich bin wahrscheinlich wirklich der falsche Ansprechpartner, aber das sind eigentlich zwei Schritte in der App, die es dafür gibt. Das ist auch gut dokumentiert. Und ich erwarte, dass man mit jemand, der ein normales Smartphone schon sein eigen nennt und das auch täglich benutzt, der kann auch sowas einfach installieren und einrichten für sich. Weil am Ende ist es eine einfache Wenn-Dann-Regel und die App ist so einfach aufgebaut, dass ich wirklich sage, Wenn-Dann und schon habe ich das also gelöst. Keine Raketenwissenschaft? Nö, ganz und gar nicht. Und dann funktioniert dafür sind wir auch da, dass wir gucken, auch wirklich Produkte auszuwählen, die wirklich einfach zu bedienen sind. Alles klar. Gut. Gut. Und genau, Simon hat noch ein drittes Thema mitgebracht. Ja, gerne. Und zwar das Thema Medikamente. Da hatten wir es ja vorhin schon kurz von. Mhm. Viele Menschen in Deutschland müssen Medikamente nehmen. Und Medikamente nehmen, das heißt oft, die regelmäßig zu nehmen. Also jeden Tag zur selben Uhrzeit die richtige Dosierung in der richtigen Reihenfolge und so weiter. Und gerade, wenn man vielleicht Probleme mit seinem Gedächtnis hat, schon ein bisschen vergesslich wird, dann gibt es auch dafür Unterstützung durch Pflege 4.0 in Form von so einer smarten Tablettenbox. Das ist jetzt wieder gesagt nur ein Beispiel. Und das wird dann richtig programmiert und befüllt. Aber auch das ist relativ einfach. Also mit so Grundkenntnissen lässt sich das relativ schnell einstellen. Und das erinnert einen dann zur richtigen Uhrzeit daran, dass man die Medikamente nehmen muss. Mhm. Und wie erwähnt, es gibt unterschiedliche Hersteller. Das ist jetzt ein relativ preiswertes hier. Aber es gibt auch welche, die haben Sensoren und informieren dann beispielsweise die pflegenden Angehörigen oder dem Pflegedienst, ob die Tabletten genommen wurden oder nicht. Also auch das ein tolles Beispiel, wie Pflege 4.0 wirklich im Alltag unterstützen und entlasten kann. Das hört man ja häufiger, wenn Menschen ein bisschen vergesslich werden, dass sie doppelmedikamentieren, weil sie es einmal vergessen und dann zweimal auf einmal nehmen. Ja. Das kann man damit zumindest versuchen auszuschließen. Das ist natürlich toll. Ein Weg, ja. So, ich denke, das war ein kurzer Einblick in die Produktwelt. Mhm. Und jetzt gehen wir dazu über, dass du noch ein bisschen mehr vorstellst. Und zwar am besten startest du mal mit der Vorstellung unserer Webseite. Sehr gern. Hm. Ah ja, eine Sekunde. Genau, wir haben jetzt gerade schon ein paar Beispiele gezeigt von Produkten, die es gibt. Aber wie Sie sich vorstellen können, das Universum ist tatsächlich riesig. Also es gibt fast keinen Bereich im Haushalt, im Alltag, der sich nicht durch Pflege 4.0 unterstützen lässt. Und mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite unter www.lebenpflegedigital.de. Wie Jens Lauer ja vorhin schon gesagt hat, unsere zentrale Aufgabe ist es eigentlich, Wissen zu dem Thema zu verbreiten. Und ein ganz wichtiges Instrument genau dafür ist unsere Webseite. Ich lade Sie herzlich ein, die zu besuchen. Hier sehen Sie die Startseite. Ich scroll einfach mal ein bisschen drüber, um es zu zeigen. Und natürlich finden Sie alle Inhalte auch hier über das Menü da oben. Andererseits finden Sie hier unten auch solche Personen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich selbst bin pflegende angehörige Person und ich wüsste gern, was Pflege 4.0 jetzt genau für mich bereithält,
dann klicken Sie einfach da drauf und sehen dann hier aufbereitet die wichtigsten Informationen für pflegende Angehörige. Dann zeige ich noch kurz die ganzen anderen Bereiche. Also Sie können tatsächlich relativ viel Zeit auf unserer Webseite verbringen. Wir haben zum Beispiel die wichtigsten Begriffe erklärt. Wir haben Akteure in Berlin aufgezeigt, die mit dem Thema zu tun haben. Die finden Sie auf unserer Landkarte. Auch ein ganz wichtiges Thema. Wer hilft mir eigentlich bei der Finanzierung? Muss ich das immer selber machen? Oder gibt es zum Beispiel Szenarien, in denen Pflegekassen Kosten übernimmt? Dann Thema zu Datenschutz und Ethik. Podcasts haben wir auch sehr hörenswert. Genau, schauen Sie sich da ganz mal in Ruhe um. Und der beliebteste Bereich bei uns eigentlich ist der mit der Produktübersicht. Ja, genau, das sehen Sie hier. Hier haben wir, wie gesagt, die unterschiedlichsten Produkte aufgeführt. Und wenn Sie sagen, ich würde mir eigentlich am liebsten noch bildlicher vorstellen, wie es denn aussieht, wenn so ein Produkt dann im häuslichen Umfeld eingesetzt wird. Und genau dafür haben wir virtuelle Musterwohnungen programmiert, erschaffen. Genau. Die virtuellen Musterwohnungen können Sie zum einen auf unserer Webseite sich angucken, aber wenn Sie uns besuchen oder wenn wir mal vielleicht bei Ihnen vorbeikommen, dann haben wir auch so eine VR-Brille und mein Kollege Simon hat jetzt mal diese VR-Brille aufgesetzt und Sie sehen hier das Bild. Wir haben zwei Musterwohnungen umgesetzt und wir gucken uns jetzt mal die Wohnung von unserer Person Udo an. Udo ist ein Senior. Wir haben ihn in Berlin-Schöneberg platziert. Man sieht hier seine Schöneberger Altbauwohnung. Man kann sich hier so in 3D durch die Wohnung begeben und einen Eindruck gewinnen, wo denn Pflege 4.0-Technologie in der Wohnung integriert werden kann. Und ja, wir gehen mal zum Beispiel hier in das Badezimmer. Im Badezimmer sehen wir hier zwei Produkte integriert. Hier unten, das ist zum Beispiel ein Dusch-WC für eine verbesserte Dusch- und WC-Hygiene. Oder hier haben wir einen smarten Spiegel, der mir schon morgens bestimmte Informationen liefert, zum Beispiel, wenn sich mein Gewicht ungewöhnlich verändert hat oder Ähnliches. So, wir gehen mal weiter hier in der Wohnung. Eine Sekunde, so. So, und kommen wir hier an. Genau, hier sind wir im Schlafzimmer. Auch hier erkennt man wieder anhand des Kreises, hier gibt es auch pflegeunterstützende Produkte. Und ja, zum Beispiel neben dem Bett liegt jetzt hier so ein Aktivitätsarmband, welches meine tägliche Aktivität aufzeichnet, aber auch meinen Schlaf aufzeichnen kann. Wenn wir uns noch einen Raum angucken, ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Gucken wir mal Richtung so. Küche vielleicht oder hier im Wohnzimmer, genau. Hier steht auf dem Tisch, da ist ein Aktivitätssensor. Und hat man im Einspieler auch schon gehört, was für manche auch besonders wichtig ist, ist ein Sprachassistent. Das heißt, hier haben wir den Sprachassistent platziert, mit dem man dann seine vernetzten Geräte bedienen kann und einfach sich unterstützen lassen kann. Ja, also seien Sie herzlich eingeladen, sich das auf unserer Webseite anzugucken. Dort nicht so spannend in 3D, aber auch ähnlich gut mit den gleichen Informationen. Und ja. Ja, große Klasse. Ich denke, vielen Dank dafür. Spannender Einblick. Suchen Sie unsere Webseite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Sie haben ganz viele Informationen. Vielen Dank, dass Sie das so schön vorgestellt haben. Und darüber hinaus möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass im Mai am DAI-Labor am Ernst-Reuter-Platz die Musterwohnung eröffnet wird. Da können Sie diese ganze Technologie auch im Live-Betrieb kennenlernen und ausprobieren. Wenn Sie weiterführendes Interesse haben oder beispielsweise einen ambulanten Pflegedienst haben und mehr über diese Technologien erfahren möchten, dann treten Sie einfach mit uns in Kontakt. Wir kommen gerne zu Ihnen. Wir bereiten die Informationen auch gerne für Sie auf, sodass sie für Sie in Ihrem häuslichen, aber auch im beruflichen Umfeld nutzbar werden. Dafür sind wir da. Wir freuen uns auch natürlich über Anregungen von Ihnen für uns, was Sie noch gerne an Informationen hätten. Jo, und an dieser Stelle denke ich mal, können wir unsere erste Sendung beenden. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie im Juni wiederzusehen. Vielen Dank. Mhm.